Ich möchte schon sehr lange eine neue Sprache lernen. Da ich flexibel sein will, werde ich einen Online-Kurs suchen. Da kann ich nämlich zu Hause einsteigen und loslegen. Die Wiener Volkshochschulen, die haben ein großes Angebot an Sprachkursen, die man online besuchen kann. Und da werde ich jetzt gleich einmal nachschauen auf www.vhs.at und mich auf die Suche nach dem passenden Kurs für mich machen. Unter www.vhs.at suche ich einen Arabischkurs. Da gibt es einige Ergebnisse, aber der erste schaut gut aus. Beginndatum gefällt mir, den schaue ich mir genauer an. Das ist ein Online-Kurs für Einsteigerinnen auf dem Sprachniveau A1. Die Uhrzeit passt auch, den werde ich buchen. Dann gehe ich zum Warenkorb, schaue mir den Kurs nochmal an. Das passt so für mich, den bestelle ich. So, wenn ich schon ein MyVHS-Konto habe, dann kann ich mich hier einloggen. Wenn ich noch kein MyVHS-Konto habe, dann kann ich mich hier registrieren. Ich gebe hier einfach meine Daten ein und gebe meine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer an, unter der ich erreichbar bin. Nun noch ein Passwort und schon ist das Konto angelegt. Rechts oben beim roten Balken ist der Warenkorb. Dort ist mein Kurs schon hinterlegt. Hier komme ich zur Übersicht und kann den Kurs jetzt bestellen. Hier sind meine Daten übernommen worden und kann nun fortfahren. Ich vervollständige meine Daten und dann wird es hier grün. Ich gehe zur Zusammenfassung und wähle eine Zahlungsart auf der rechten Seite. Ich nehme Mastercard. Dann muss ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung lesen und zur Kenntnis nehmen. Ich kann den Newsletter abonnieren, muss aber nicht. Hier ist nochmals eine Übersicht zum Kurs und dann kann ich hier kostenpflichtig bestellen. Bei kostenpflichtig bestellen muss ich noch meine ganzen Zahlungsdaten eingeben. Meinen Online-Kurs finde ich auf der Lernplattform. Dafür steige ich bei e-learning.vhs.at und hier muss ich mir ein Konto anlegen, wenn ich noch keins habe. Das macht man mit dem grauen Feld ganz unten. Neues Konto anlegen. Da klicke ich drauf. Und dann lege ich mir ein neues Konto auf der Lernplattform an. Dafür kann ich die gleichen Daten verwenden wie bei dem MyVHS-Konto. Ich kann aber auch ein anderes Passwort wählen. Ich klicke auf Neues Nutzerkonto anlegen. Dann erhalte ich wieder eine E-Mail mit der Bestätigung für dieses Konto. Und wenn das Konto bestätigt ist, kann ich mich einloggen auf der Lernplattform. Bis der Kurs auf der Lernplattform sichtbar ist, dauert es ein paar Tage, weil die Mitarbeiterinnen der Wiener Volkshochschulen mich erst für den Kurs einschreiben können, sobald mein Konto angelegt ist. Heute geht der Kurs endlich los. Kurz vor Kursbeginn logge ich mich ein. Mein Kurs ist in der Kursübersicht sichtbar. Ich klicke ihn an und sehe, was schon vorbereitet und geplant ist. Auf der linken Seite im Menü finde ich meinen Kalender, wo die Kurstermine eingetragen sind. Und wenn dann der Kurstermin startet, dann klicke ich einfach drauf und habe hier einen Link zu einem Zoom-Meeting. Damit geht es direkt in die Videokonferenz mit der kursleitenden Person und mit den anderen Teilnehmerinnen. Die Buchung des Kurses war erfolgreich und ich freue mich schon, dass der Online-Kurs bald losgeht.